Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es darum, wie es eigentlich möglich sein kann, dass man in den Urlaub fährt, wo man ja meistens viel Zeit hat und naja, manche Leute machen auch weniger Sport im Urlaub und man ist umgeben von den tollsten Speisen und von viel Essen und von toller Lebensmittelauswahl und von schönen Getränken. Wie kann es sein, dass man in den Urlaub fährt und in dieser Situation trotzdem abnimmt und leichter wieder zurückkommt? Nun, vielleicht gehörst du zu den Leuten, die, wenn sie im Urlaub waren, etwas schwerer zurückkommen. Das gibt es natürlich auch. Aber es kommt gar nicht so selten vor, dass Leute im Urlaub abnehmen, dass die tatsächlich leichter werden. Und dann fragen sie uns ja, wie kann das sein? Ich habe doch überhaupt keinen Sport gemacht. Warum habe ich abgenommen? Die Antwort liegt eigentlich darin, dass wir im Urlaub natürlich viel weniger Stress haben. Und das bringt eigentlich zwei Dinge mit sich. Punkt 1, wenn wir weniger Stress haben, haben wir die Situation, dass wir ja meistens auch uns für unsere Mahlzeiten, für unser Essen mehr Zeit nehmen und mehr Zeit lassen können. Das heißt, wir essen nicht in Hektik, sondern wir gehen vielleicht in Ruhe, essen das vielleicht auch häufiger oder wir haben alle Ruhe und alle Zeit, uns was zu kochen oder vielleicht gibt es einfach ein Buffet, wo wir uns genau das aussuchen können, auf was wir gerade Lust haben und das kriegen wir dann auch noch in perfekter Qualität und einfach, ja, fertig serviert. Das ist also eine ganz einfache Situation und wir nehmen uns Zeit fürs Essen. Und dadurch, dass wir uns für das Essen Zeit nehmen, kann das Sättigungsgefühl im Körper sich auch viel besser einstellen und viel besser verbreiten. Man sagt ja so im Prinzip, dass das Sättigungsgefühl ungefähr so nach 15 Minuten erst einsetzt. Und das hast du vielleicht auch selber schon mal gemerkt, wenn du in einem Restaurant warst mit richtig großem Hunger und du hast das Gefühl gehabt, boah, also das, was ich jetzt bestellt habe, das reicht mir eigentlich gar nicht aus, ich bestelle noch etwas nach. Und bis das nachbestellte Gericht dann letzten Endes an deinen Platz gekommen ist, hast du gemerkt, naja, eigentlich hat es doch gereicht, ich habe jetzt eigentlich nicht mehr wirklich so viel Hunger, wie ich vorher hatte, ich bin eigentlich doch satt. Das liegt einfach nur daran, dass das Sättigungsgefühl jetzt wirklich Zeit hatte. Die ganze hormonelle Regulation im Körper hat quasi die Antwort ausgeschüttet und hat auch an das Gehirn das Signal gebracht, du hast wieder genug Energie, du brauchst eigentlich nichts mehr aufzufüllen. Der andere Punkt ist, wir haben natürlich viel weniger Stress im Alltag und das sorgt dafür, dass wir auch eine ganz gleichmäßigere, homogenere Hormonlage haben. Und ich möchte jetzt mal nur auf ein Hormon eingehen. Es gibt verschiedene, die dort wichtig sind, aber wir sprechen jetzt mal kurz über das Hormon Insulin. Insulin wird von der Bauchspeicheldrüse im Prinzip produziert und ausgeschüttet und zwar eigentlich den ganzen Tag über. Die Aufgabe von dem Hormon Insulin ist es, den Blutzucker aus dem Blut heraus zu transportieren und quasi in die Zellen die Nährstoffe zu bringen, den Blutzucker quasi aus dem Blut heraus in die Zellen zu transportieren. Das Insulin wird eigentlich den ganzen Tag immer und immer wieder ausgeschüttet. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie so eine Sprühflasche, auf die man so drauf drückt, so eine Wassersprühflasche. Alle paar Minuten im Prinzip kommt da so ein kleiner Insulinstoß raus, das ist ganz gleichmäßig im Blut drinne. Und wenn man jetzt eine relativ große Mahlzeit isst, dann kommt halt ein großer Insulinstoß daraus. Die Insulingabe ist für den Körper sehr, sehr wichtig. Wir brauchen das Insulin. Wenn wir kein Insulin mehr produzieren können, verhungern unsere Zellen quasi. Deswegen muss ein insulinpflichtiger Diabetiker ja das letzten Endes dann spritzen, extern zuführen, damit er einfach trotzdem seine Zellen versorgen kann. Der Nachteil oder die zweite Seite von dem Insulin ist die, dass immer dann, wenn Insulin ausgeschüttet wurde, die Fettverbrennung quasi komplett unterdrückt wird. Denn der Körper ist dann ausgerichtet auf Energie aufzunehmen und nicht mehr auf Energie abzugeben. Das heißt, die Energiefreigabe aus den Fettzellen ist unter Insulin deutlich gehemmt. Und wenn wir jetzt im Alltag Stress haben und wir nehmen uns vielleicht nicht so richtig Zeit für eine Mahlzeit und essen nicht so richtig, wie wir es im Prinzip ja zum Beispiel im Urlaub machen würden, wo wir einfach ganz in Ruhe essen können, dann hat man häufig die Situation, dass man zwischendurch etwas isst. Man isst zwischendurch einfach eine Kleinigkeit und das dann, weiß ich nicht, alle Stunde, alle zwei Stunden isst man irgendeine Kleinigkeit. Man ist nie so richtig satt, aber immer hat man irgendetwas, was man kaut, was man isst oder vielleicht auch etwas, was man trinkt, was zuckerhaltig ist. Und dadurch wird immer Insulin ausgeschüttet. Und da wir den ganzen Tag so einen kleinen Insulinstoß haben,
kommt die Fettverbrennung quasi komplett zum Erliegen. Wir können eigentlich tagsüber gar nicht wirklich Fett verstoffwechseln. Wir haben auch häufig mal solche Aussagen, die hören sich in etwa so an, ich esse den ganzen Tag so gut wie gar nichts und trotzdem nehme ich nicht ab. Und dann fragen wir mal, was trinkst du denn so? Und dann hören wir häufig Latte Macchiato oder Cappuccino. Nun, was enthält der? Der enthält natürlich Milch. Und Milch enthält Milchzucker, was nichts anderes als ein Kohlenhydrat ist, was nichts anderes erzeugt als eine Insulinausschüttung, was dazu führt, dass du eine eingeschränkte Fettverbrennung hast, selbst wenn du keinen Zucker in den Kaffee trinkst. Im Urlaub reguliert sich das dann wieder. Im Urlaub haben wir Zeit, wir ruhen uns etwas aus, wir schlafen vielleicht ein kleines bisschen anders, wir frühstücken in Ruhe und dadurch stellt sich dann im Prinzip wieder das ganz natürliche Sättigungsgefühl ein und wir merken wieder, wenn wir Hunger haben und wenn wir auch wirklich Nahrung brauchen. Das heißt, die Menschen, die im Urlaub oder die Menschen, die aus dem Urlaub etwas schlanker oder leichter zurückkommen, als sie in den Urlaub reingegangen sind, haben in der Regel das dadurch geschafft, mehr oder weniger zufällig, dass sie wieder ein ganz natürliches Verhalten in ihren Mahlzeitenrhythmus gebracht haben und dadurch haben sie wieder eine ganz natürliche und gleichmäßige Insulinausschüttung erreicht. Und jetzt kommt die Brücke, die wir zum Alltag schlagen können. Wir können eigentlich im Alltag darauf achten, dass wir nach Möglichkeit nicht immer zwischendurch irgendetwas snacken oder aufnehmen, was Insulin erzeugt, sondern dass wir dem Körper zwischendurch auch mal Zeit lassen, dass er wirklich wieder richtig verstoffwechseln kann und dass er wieder anfangen kann, eigene Fette zu verbrauchen. Ganz wichtiger Tipp, achte mal drauf, was du für Wasser trinkst. Es gibt heutzutage sehr, sehr viele Hersteller, die bieten Wasser an, das hat dann einen Fruchtgeschmack, enthält aber Süßungsmittel oder sogar Zucker. Und dann trinkst du zwar theoretisch Wasser, praktisch ist das aber eine reine Limonade, weil da hast du durchaus 20 Gramm Zucker auf einen halben Liter oder sowas drin. Das ist wahnsinnig viel und da kann keine Fettverbrennung funktionieren. Ich hoffe, mit dem Video konnten wir dir was helfen. Schreib uns gerne deine Fragen in die Kommentare. Gib uns einen Daumen nach hoch, abonniere unseren Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!